Es war einmal auf einem kleinen Bergbauernhof im Gebirge. Da erzählte mir meine Omi eine Geschichte, eine alte Geschichte. Lang ist's her. Damals war ich noch so groß. Wir hatten nicht viel, aber es reichte, um glücklich und vor allem zufrieden zu sein. Mein Gott, wenn ich an das Zimmer meiner Omi denke, an den alten Bauernkasten, bei dem die Türen immer so schrecklich quietschten, den dicken Röhrenfernseher, das Weihwasser bei der Tür. Wie oft hat sie mir damit ein Kreuzerl auf die Stirn gemalt? Und dieser unvergessliche Duft, eine ganz eigene Kombination aus Zirbenholz und Rosenwasser. Ich habe ihn in der Nase, als ob es gestern gewesen wäre. Die Winternächte meiner Kindheit waren, wenn ich mich recht erinnere, manchmal ziemlich unheimlich. Stockfinster, meterhoher Schnee. Stundenlang, manchmal tagelang, wehte der Wind den Schnee vom Gamskugel herunter. Die altersschwachen Fenster klapperten. Mitunter verirrten sich winzig kleine Schneeflocken durch die Fensterritzen. Die schwebten dann wie kleine, glitzernde Kristalle durchs Zimmer. An solch stürmischen Abenden hatte ich ein heimliches Reich. Das weiche, kuschelige Federbett meiner Omi. Da setzte sie sich zu mir, zündete eine Kerze an und erzählte mir Geschichten. Sie konnte wunderbar erzählen und mich mit ihrer sanften Stimme in den Schlaf singen. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, willst du Eine deiner Geschichten werde ich wohl nie vergessen. Die vom großen Wunder in der Wüste. Vom Schnee in Bethlehem.
Es begab sich vor vielen, vielen Jahren in einem geheimnisvollen Land der Verheißung. Da wohnte eine wunderschöne, junge Frau namens Maria im Tempel des Herrn. Es war ein prächtiger Tempel mit mächtigen Säulen, wehrhaften Mauern und blühenden Gärten, Orangenbäume, singende Nachtigallen, sogar zahme Löwen stolzierten umher. Da ließ es sich leben, fast wie im Paradies. Dann aber kam die Zeit, dass sich in Marias Leben etwas veränderte. Ein Mann trat in ihr Leben, ein Mann aus dem Geschlechte Davids. Als Josef seiner Auserwählten zum ersten Mal in die Augen blickte, begann ein unauslöschliches Feuer in ihm zu brennen. Und es dauerte auch nicht allzu lang, da sprang das Feuer über und entflammte auch Marias Herz. Du bist so schön, Maria. Deine Augen, dein zarter Mund. Josef, nicht jetzt, nicht hier im Tempel. Aber Maria, hab Geduld. Lass uns noch ein wenig träumen. Genießen wir doch diesen wundervollen Zauber. Deine Augen, wie glitzernde Sterne. Josef. Ich bin dein. Thank you.
Das war bei den beiden nun wirklich Liebe auf den ersten Blick. Maria zog zu Josef in ein stattliches Haus mit Lehmziegeln und mächtigen Holzbalken. Er war ja nun wirklich keiner von den armen Zimmerleuten. Sein Handwerk brachte gutes Geld und die kleine Landwirtschaft versorgte sie reichlich mit den Früchten der Natur. Schafe weideten auf den Hügeln, Oliven und Datteln wogten sanft im Wind und das Getreide reifte gut. Ein milder, würziger Duft lag über der Landschaft. Es war die Zeit der Olivenernte. Josef war in den windgeschützten Hainen und pflückte mit seinen Helfern die reifen Früchte von den alten, knorrigen Bäumen. Und Maria? Die bereitete zu Hause alles für die Rückkehr der hungrigen Männer vor. Bald schon würden sie heimkehren. Große Körbe auf den Maultieren, prall gefüllt mit violett-schwarzen Oliven. Vergessen. Knoblauch, Zitronen, Salz und Pfeffer, Rosmarin. Bin schon gespannt, wie es Ihnen schmeckt. Jetzt können Sie kommen. Na also, was sage ich? Musizieren sogar. Nur dieser Klang ist ganz fremd. Thank you.
Göttliches Kind und Elisabeth. Aber das gibt's doch nicht. Was? Gott ist nichts unmöglich. Für Maria war es erst einmal unmöglich, das Geschehene zu begreifen. Jetzt galt es, ihren Mann und die Helfer zu bewirten. Die Stimmung war prächtig. Alle lobten ihre Küche und freuten sich über die gute Ernte. Erst spätabends, als Josef müde und erschöpft bereits in tiefem Schlaf versunken war, begann Maria über das Erlebte nachzudenken. Die ganze Nacht lag sie wach und sinnierte über den Engel und Gott, über ihre Liebe zu Josef und, wenn es stimmte, was der Engel verkündete, darüber, was jetzt wohl werden würde. Nun begannen schwere Stunden für Maria. Einzig ihr Glaube und das Vertrauen in Gott ließ sie das Unfassbare annehmen. Unbeschwert und glücklich, wie ihre Liebe begann, so belastend und quälend wurde die kommende Zeit. Breitet aus vom Lamm ein Fell auf den
ob es dir passt oder nicht, ich werde zu Elisabeth reisen, jetzt. Josef erstarrte. Was? Was will sie? Nach Judäa? Ausgerechnet jetzt? Das geht doch nicht. Nicht jetzt, mitten in der Ernte. Du brauchst nicht mitzukommen. Ich schaffe den Weg auch allein. Ganz allein? Du, schlag dir das aus dem Kopf. Tu ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mich jetzt braucht. Vertrau mir doch bitte. Josef versuchte noch mit allen Mitteln, Maria von ihrem Entschluss abzubringen, doch es half alles nichts. Elisabeth war unendlich froh und dankbar, dass Maria ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite stand. Beide waren ja in einer ähnlichen Situation. Beide waren schwanger, aber unter Umständen, die alles andere als normal waren. Fast 3 Monate blieb Maria nun bei Elisabeth und half ihr, sich auf die Geburt des Johannes vorzubereiten. Endlich war es soweit. Gemeinsam vernahmen sie den ersten Schrei des Neugeborenen, das, wie schon meine Omi immer sagte, wohl schönste Glück einer Mutter. Ja, so dankbar, mein rettender Engel, wenn du nicht gewesen wärst. Aber geh, ihm müssen wir danken. Hast ja recht, Maria, er ist an allen Enden.
Und wir in seinen Händen. Er brennt in uns wie ein zärtliches Licht. Nur mein Josef, wird er das verstehen? Kann er das überhaupt verstehen? Er wird wohl Augen machen, wenn du ihm von meinem Wunder erzählst, aber vielleicht kann er dann auch dein Wunder verstehen. Vielleicht auch nicht. Ach, es ist so schwer. Wird alles gut, wirst sehen. Gott ist ja bei dir. Ja. Hast recht. Aber diese Ungewissheit, denk an mich. Aber ja, ganz fest. Versprochen. So, dann heißt es wohl Abschied nehmen. Die 3 Monate sind viel zu schnell vergangen. Shalom Alechem, dir und Zacharias. Mein Gott, er hüpft ja schon, wie damals dein Johannes. Tatsächlich, das ist schön. Gott schütze dich. Shalom Alechem, du Liebste aller Frauen. Thank you.
leer, so unfassbar leer. Macht alles keine Freude mehr. Du fehlst mir so sehr, Maria. Dein fröhliches Lachen, dein Sein, habe ich es verloren. Wie war das? Was haben wir uns einst geschworen? In Gott wollen wir zusammen sein und unser Leben teilen? Ja, ich weiß, du hast gesagt, musst länger in Judäa weilen, aber jetzt, 3 Monate sind bereits vergangen. Ja, wie lang? Wie lange noch muss ich um deine Rückkehr bangen? Ich flehe zu dir, mein Herr und Gott. Bring sie zurück nach Haus. Hilf mir doch du aus meiner Not. Ich halte das nicht mehr aus. Lass mich doch nicht so schrecklich leiden.
Diese Engelsbotschaft war auch für Josef schwer zu begreifen. Seine Gefühle taumelten hin und her zwischen Hoffnung und Zweifel, zwischen Traum und Wirklichkeit. Einerseits ersehnte er sich die baldige Heimkehr Marias, andererseits aber sie mit einem Kind vom Heiligen Geist. Einzig die Hoffnung, dass diese Botschaft vielleicht doch seine Richtigkeit haben könnte, stärkte sein Vertrauen in Gott. Die Römer aber, die damals das Sagen hatten, vertrauten lieber auf Zahlen. Von Kaiser Augustus persönlich erging der Befehl zur Volkszählung. Und wozu der ganze Aufwand? Natürlich, um alle besser im Griff zu haben, um das Volk noch besser kontrollieren zu können und um die Staatskasse noch kräftiger klingeln zu lassen. Das war schon damals nicht anders als heute. Aber es dauerte natürlich, bis der Befehl auch im hintersten Winkel ankam. Wisst, viel bin ich nicht weggekommen von daheim. Sie haben mich immer versteckt, wenn wer gekommen ist. Aber warum denn? Weil sie sich geschämt haben mit mir. Wegen meinem Buckel und meine krumpen Fiers. Aber da kannst doch du nichts dafür. Ja, ich weiß schon. Aber so ist es halt einmal im Leben. Mei, ich hab mir halt gedacht, jeder hat sein Backtel zum Tragen. Der eine inwendig und ich halt auswendig. Aber ich glaube, das macht nicht viel Unterschied. Aber dafür bist du der weitaus Gescheiteste von uns. Aber geh. Okay. Gerade weil ich ein bisschen lesen und schreiben kann. Das kann ja sonst keiner von uns. Naja, ich bin halt immer neugierig gewesen. Wollte was lernen. Aber kommt her. Jetzt erzähl ich ein Krippers. Aber ich darf das nicht weiter erzählen. Versprochen? Klar. Versprochen. Gut. Alles, was ich so weiß und kann, habe ich vom Simmerl. Wisst schon, vom Alten, der im letzten Jahr gestorben ist. Von dem? Aber ja, bin oft und oft von daheim ausbiegst, heimlich zu ihm, haben gelernt. Und der hat immer schon gesagt, dass wir uns vor die Römer in Acht nehmen müssen. Und besonders vom Herodes. Hört's? Hört's ist das? Da kommt schon wieder so ein Soldatengeschwirr. Hört ihr Juden all im Land, der Kaiser hat befohlen, jeden Mann
das jetzt gehört? Ja klar, bin ja nicht derisch. Nein, denen ist wohl nichts blöd. Wir boshaft. Er lasst uns herzlich grüßen. Die sollen doch dahin gehen, wo sie herkommen sind. Nicht einmal am Feld heraus, da hat man seine Ruhe. Du sag, müssen wir jetzt auch zum Einschreiben? Nein, ich glaub nicht. Ich glaub, dass wir drei da alle ganz gut durchschlafen. Du, Liesel, als Findelkind scheinst sowieso nirgends auf. Und du, David, hast wahrscheinlich auch keinen Vater, oder? Nein, nicht, dass ich wisst. Ja, siehst du es. Und ich, als Alter, bleib beim Haus. Bin sowieso Luft auf der Welt. Drum, lassen wir uns ein Herrgott, einen guten Mann sein. Freuen wir uns auf unser freies Leben. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg. Schauen wir uns um, wer sich heute so alle auf die Ross macht. Kennt's? So haben sie sich also auf den Weg gemacht. Sliesal, der David und der Jockerl. Der war ja einer von den gar nicht so wenigen am Land, die man als Bleib beim Haus bezeichnete, die man oft ein Leben lang vor der Öffentlichkeit versteckt hielt. Meine Omi konnte sich selbst noch gut an so einen erinnern. Irgendwie wussten alle, wo es einen Bleib beim Haus gab, aber man redete halt nicht darüber. Und Josef, der wartete sehnsüchtig auf seine Maria. Wird sie kommen? Bald wieder kommen? Wer ist draußen? Eigenartig. Josef? Maria. Bist du es wirklich? Endlich. Du, wo warst du nur so lang? Aber du weißt doch. Ja, schon. Aber 3 Monate. Ging nicht anders. Habt ihr viel zu erzählen? So haben mir solche Sorgen um dich gemacht. Schlaflose Nächte, Albträume, alles. Ich weiß, es ist wohl schwer zu verstehen. Ja. Du hast mir ja auch gefehlt.
Sehr sogar. Willst du wissen, weshalb ich so lange weg war? Ja, natürlich. Bitte, sprich. Stell dir vor, die Elisabeth, sie hat ein Kind bekommen, einen Johannes. Was? Aber nicht wahr. Doch, Josef, wirklich. Sie hat es schwer gehabt vor der Geburt. Da konnte ich sie nicht alleine lassen. Kannst du das verstehen? Ja, wenn das so ist, wer hätte sich das gedacht? Die Elisabeth, so ein Wunder. Ja, ein Wunder. Und auch eins an mir. Was? Josef, was ich dir jetzt sage, wirst du vielleicht nicht wirklich verstehen. Es war bei der Olivenernte. Da erschien mir ganz plötzlich ein Engel. Ein Engel? Ja, und er brachte mir eine Botschaft. Von einem göttlichen Kind? Ja, aber wieso? Und sollst du dem vielleicht den Namen Jesus geben? Ja, aber wie kannst du das wissen? Ich wurde immer verzweifelter, je länger du fort warst. Und so flehte ich in meiner Not auch zu Gott. Und da sprach auch zu mir ein Engel. Stimmt es? Wirst du wirklich ein Kind gebären? Ja. Hab göttlich empfangen. Aber weshalb gerade ich? Weshalb gerade wir beide? Ist wohl eine göttliche Gnade, Maria. Gebenedeit. Sei die Frucht in deinem Leib. Oh,
So hatten Maria und Josef also das große Wunder angenommen. Ihre Liebe war stärker als je zuvor. Sie wussten nun, dass sie gemeinsam einen ganz großen Auftrag zu erfüllen hatten und genossen das Werden der göttlichen Frucht. Aber irgendwann musste auch Josef dem Befehl des Augustus Folge leisten und sich in seiner Heimatstadt einschreiben lassen. Maria bestand darauf, den Weg übers Gebirge mit ihm zu gehen. Er musste es wohl akzeptieren. Er wusste ja, wie beharrlich seine Frau sein konnte. Drei Hirten aus der Gegend waren bereits wesentlich länger unterwegs. Ist schon anstrengend, wenn man so neugierig ist wie mir, wenn ich das gewusst hätte. Jammer nicht. So kämen wir auch ein wenig unter die Leute. Nimm da ein Beispiel am Jockerl. Der springt trotz allem wie ein Junge. Okay. Wenn man so viel weggesperrt war wie ich, weiß man erst, was frei sein heißt. Na, schon interessant, wer alle wohin am Weg ist. Wir werden vor lauter Schauen nur die Augen aus dem Kopf rausfallen. Schaut, da kommen schon wieder zwei. Die gängen die Kerzen gerade von uns zu. Ja, grad. Die sind aber keine Dosigen. Und sie? Schau dir der. Grüß euch. Ist zwar nur noch so spät am Weg? Ja. Ja, grüß euch Gott. Gott mit euch. Shalom. Ja, sagt, was der denn ist? Da, in der Pampas. Wir müssen noch nach Bethlehem zum Einschreiben. Josef, können wir ein wenig rasten? Aber ja doch, Maria. Hier, setz dich. Wissen Sie, was mir scheint? Da Himbeerblatteln, die dir einen krampfen. Danke. Das ist aber lieb von dir. Setzt euch doch zu uns. Wir haben nicht viel. Wasser und Brot. Oha! Wenn einer tut zum Essen laden, lass ich mir das nicht zweimal sagen. Ja. Schau, ein Dichter. Ja, genau, ein Dichter. Auch nicht gerade leicht im Leben. Da. Dankeschön, vergelt's Gott. Und was ist mit euch? Auch zum Einschreiben? Na, eigentlich nicht wirklich. Sind gerade ein bisschen arbeitslos und die haben da ein wenig Leid schauen. Na, schaut dir die an. Wie sich alle geschleinen und geschäftig sind. Und von den Römer buckeln. Ja. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Sagt's, ist noch weit in die Stadt. Weiß nicht genau. Wir waren noch nie drin. Ist das Brot gut? Ja, gut. Lasst es euch schmecken. Wir würden ja noch gern ein wenig mit euch plaudern, aber wir sollten heute noch in die Stadt. Verstehe, mit ihrem Zustand. Ja, da tat's uns auch pressieren, aber so. Bleib mal lieber da. Auch gut, aber wir machen uns jetzt auf den Weg. Shalom, alles Gute. Shalom Alachem und schönen Dank für die Außen. Gott mit euch. Geht's zu und... Schaut's, dass gut reingekommt in die Stadt. Wisst's was? Ich werde mich jetzt ein wenig niederlegen. Ja. Schaut's. So eine schöne, klare Nacht. Ja. Aber jetzt geht's schlafen. Und träumt's was Schönes.
Wie ist denn sowas möglich? Der dritte Wirt, der uns jetzt abgewiesen hat. Überall heißt es, mein Haus ist voll. Versucht es doch woanders. Dieses Mitleid. Hast du gesehen, wie scheinheilig diese Wirte war? Was sind das nur für Menschen? Es ist doch nur mein Zustand, der sie abschreckt. Es könnte vielleicht Schwierigkeiten geben. Oh mein Gott! Die kennen kein Erbarmen. Ich verstehe es auch nicht. Ist doch neues Leben in dir. Die müssten sich doch mit uns freuen. Maria, schau, da brennt noch ein Licht. Hier will ich es noch einmal versuchen. Man kann sich vorstellen, wie ratlos die beiden waren. Von einer Herberge zur anderen und überall Abweisung. Wo kämen wir denn dahin? Fremde, spät in der Nacht und sie noch dazu schwanger. Wer weiß, wo die herkommen? Lieber nicht. Bei mir nicht. Tja, das kommt uns doch bekannt vor, oder? Für Maria wurde die Situation immer kritischer. Die Kälte, die Müdigkeit in den Gliedern und was ihr die größte Sorge bereitete, die zunehmenden Wehen. Verzweifelt standen sie am südlichen Stadtrand. Von fern trug der Wind vertraute Klänge an ihr Ohr, alte Hirtenweisen. Da ahnten die beiden, wo vielleicht ein Platz für sie sein könnte, denn Arme helfen Menschen in Not meist leichter als Reiche. Wieder mal. Gut, dass unsere Schafe schon in die Unterstände sind. Hoppala, da, schau, ein Feuer. Und da schlafen wir auch. Hey, guten Abend beieinander. Lasst uns in Frieden mitten in der Nacht. Hätt's nur Platz frei,
für uns beim Feier? Ach, wenn es unbedingt sein muss, meinetwegen. Aber nur, wenn es nicht schnarcht. Na, wir schnaufen ganz stark, wie ein Toter. Gut, dann kommt's her. Fein, euch ist schon warm. Gestart jetzt und schlaft's. In der Früh ist die Nacht gar. Gesungen haben? Ja, klar. Wir sind ja nicht derisch. Du, Lisal, wo ist denn unser Jockerl? Keine Ahnung. Ich sehe ihn auch nirgends. Der hat sich in Luft aufgelöst. Seltsam. Aber ich hab's fein lustig gesungen. Und ich auch flott musiziert. Bravo, voll gut. Ich hab nix gehört. Was macht's für ein Gefleder? Nimm Denk oder Blitz einfahren. Nicht einmal das versteht er. Jetzt auf! Lasst euch liegen und stehen. Jetzt laufen und springen. Aber wohin? Ich weiß nicht mehr. Kreuzt du wie immer? Ja, schaut's einmal. Dort! Ganz feierrot. Es brennt. So hat die rote Kugel. Verstecken uns geschwind. Wer's braust und wer's dimmelt. Wie das blendt, wie das glänzt. Die Welt geht gleich unter. Auf das bin ich jetzt aber gespannt. Ihr seid Gott in der Höhe und Frieden auf Erden.
jetzt hab ich's auch gehört. Laufen sollt man. Ganz geschwind. Dass du das jetzt gehört hast. Ja, ja, freilich. Hin zu einem Kind. Schaut so, die große Kugel. Die bleibt jetzt an Steh. Ich glaub, die riecht sie um mich. Nach Bethlehem geh. Schau, da kommt ja unser Jocker. Der Burlein, der hat einen Knitt. Hier, Senk. Bin ich froh, dass ich ihn finde. Da drüben, hinterm Berg, da liegt ein kleines Kind. Heut bei der Nacht, da haben sie so wunderschön gesungen. Ich bin auf und ich sag's Senk, ich bin noch nie so schnell gesprungen. Und es werdet es nicht glauben. Ich hab's wirklich gefunden. Gar nicht weit weg. In einem Stadel dort unten, da liegt ein kleines Wurzel. Schön aufbett im Heu. Und die zwei, die wir getroffen haben, sind auch dort dabei. Ich glaub, das ist ein Wunder. Lauft's mit, alle geschwind. So was Schönes habt ihr noch nie gesehen. So ein ganz ein besonderes Kind. Was ist noch an das? Was kommt von da oben? Regen? Ist das keiner? Schaut aus, als wären Saublämme geflogen. Geh, red du nicht so einen Blödsinn. Ich glaub, das sind Federl. Das glaubst du auch gerade du, du damischer Federl. Ich hab einen, schaut's her. Ups, ist schon wieder gegangen. Muss dich halt dummeln und noch einmal eins fangen. Da fällt mir was ein. Jetzt los ein wenig zu. Ich weiß, vom alten Simmerl, da war ich selber noch ganz ein kleiner Bub. Ewig lang war es staubtrocken. Es war ein Tag, so wie heute. Kein Regen, keine Wolken. Saukalt, weit und breit. Und auf einmal hat es angefangen. Hopp. Er hat gesagt, das war Schnee. Na wirklich? Bist gescheit. Ein Schnee sollte das sein. Aber ja. Das haben wir noch nie erlebt. Mei war das fei. In Bethlehem Schnee. Und ein Heiland dazu. So viel Wunder auf einmal. Jetzt ist aber genug. Das hat's da noch nie gegeben im Heiligen Land. Sing mal da schönes Liedl. Ja, gern. Aber nur alle wieder ran und. Schauen, dass sie zum Kindl kommen. Habt ihr alle was mit? Zum Zuschauen? Ja, freilich. Ich bringe ja mal frisches Lorweilbrot. Von mir kriegst du das Hauball. Schaut, so sie rot. Schaut, ich hätte ein Ohl mit einem guten Tutter. Und ich hätte ein Schnapsal, aber nur für Herrn Vater. Davon kriegt er wohl ein Reischal. Ich gebe was Gescheites. Ich gebe ein gesöchtes Fleischal. Ich bringe einen Kropfen. A ganze Fuhr. Und ich geb'n Steirerkass dazu. Das ist so nix fürs Kindl. Das kostet noch nicht vertragen. Da, gescheit einmal Haferschleim. Der ist gut für den Morgen. Den will ich für meiner Gast. Den wird's gewiss freien. Und von mir kriegt's Kindl eine Hand voller Feigen. Schaut's, ich hätt noch ein Äpfel. Und ich hätt auch gleich Schmalz. Ich hätt auch noch was mit. Aber ich trau mir's nicht. Sagen. Jetzt sag's halt. Mein Flascherl mit Zuzahl. Ha, da wird's gewisse Freude haben, das putzkleine Wutzahl. Von mir kriegt's ein paar Schuhe. Und von mir Pomeranschen. Ich mach, jetzt ist genug. Alles draufgab gibt's, wisst was, nur Musi dazu. Ja! Ja. Das tat ich jetzt aber schon noch probieren. Frisch außer was drin habt. Das Herz muss sirieren.
fertig? Seid's geschickt? Noch gar nicht recht glauben, ob das wirklich alles stimmt. Ausgerechnet ich, der armselig bleibt beim Haus, finde in der Winters noch das göttliche Kind. Hab gar nichts zum Weisen. Das tut mir schon weh. Aber halt aus, was war denn jetzt das? Was blinzelt denn da außer aus dem Schnee? Ein weißes Rosal, so zart und so fein. Das schenke ich dem Wutzel, da wird er sich freuen. Und einen Namen gebe ich ihm in der heiligen Nacht. Christrosen soll es heißen. Weil der Herrgott hat es gemacht. Winternacht wird uns ein Kind.
Kind zur Welt gebracht, geboren aus der Liebe, geboren aus der Liebe. So kam es, dass die Hirten die Geburt des Erlösers als Erste vernahmen. Und das gelobte Land, ausgerechnet in jener Nacht, in jungfräulich weißem Schnee erstrahlte. Und die Schneerose? Dieses kleine Wunder der Schöpfung verkündete in der kalten Winternacht ein neues göttliches Leben. Seither wird sie bekanntlich auch Christrose genannt und ist ein blühendes Zeichen der göttlichen Liebe, in der wir doch allesamt geborgen sind.